So, willkommen zurück. Wir sind wieder bei XCOM. Wir werden das heute mal ein bisschen geplanter angehen müssen und möglichst keine Leute draufgehen lassen. Wir haben jetzt hier einen oben. Die kommen jetzt alle von der Seite. Wir haben hier einen oben. Wir haben unsere Gypsy dort. Ich weiß nicht, ob ich die mal woanders hin packe. Vielleicht hier hin. Und erstmal auf Overwatch gehe, damit ich hier näher dran bin, damit ich die eher töten kann. Kann ich hier? Hier kann ich, glaube ich, sogar schon. Falls da oben einer reinkommt. Dich brauche ich dann auf jeden Fall. Weiß nicht, packe ich die hier hin, dahin, dahin. Da ich jetzt eh noch nichts sehe, werde ich es wahrscheinlich hier hin packen. Ich versuche hier ein bisschen das einfach nur dicht zu machen. Dass ich nicht so weit durchkommen. mein Sniper sollte ich dann möglichst auch in eine gute Position zum Schießen bringen. Wahrscheinlich hier am besten. Wo dann dein Double Tap benutzen kann. Und Reaperman, 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 Reaperman. Ich weiß nicht, ich kann nur bis hierhin ziehen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den irgendwo anders noch weiter zu nehmen. Irgendwie, ne, hier oben, da kann er wahrscheinlich nicht mehr so gut treffen. Wahrscheinlich macht es schon Sinn, erstmal bis dahin zu ziehen. Wahnsinnig viele Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten. Wahrscheinlichkeiten habe ich ja jetzt nicht. Na stimmt, die kommen erstmal direkt in die Mitte. Schaden erstmal gemacht da oben. Der Chrysalis. Was? Wieso kommt denn jetzt so ein fetter Roboter direkt beim ersten Mal? Und ein Gedankenkontrollvieh. Was geht denn jetzt los? Und ein Berserker. Hab ich irgendwas verpasst? Was geht denn jetzt los? Aber das war letztes Mal nicht so. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das letzte Mal nicht so war. Fuck. Ich muss den Chrysalis töten auf jeden Fall. Ich komme gar nicht reingeflogen diesmal. Oh shit. Das ist ja jetzt schon ein Fall für eine Schredderrakete hier. Die Mitte. Damit ich den Ain hier mittendrin tot krieg. So. Nee, 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 mit dem will ich noch nie anfangen. Ich will mit dem hier anfangen. 50% Critical. 6, schade. Kann denn die. Hat auch eine 93% Treffer Chance. Kann die es vielleicht wegmachen? Jawohl, die hat es weggemacht. Das hilft mir weiter. Prozent, da kannst du auch die Pistole nehmen. So, jetzt muss ich meinen Sniper nochmal. Ah, zu weit. Sniper. Kann er mehr sehen? Das ist doch, steht der gerade noch zwei Gegner, hat er gerade noch gehabt. Ach, da oben. Ah, shit. Trefferchance ist echt nicht schlecht. Du kannst nicht. Und der müsste eigentlich den da töten. Das ist gerade richtig scheiße hier. Weil das Ding da in meinen Reihen ist einfach das Letzte. Hier nach oben gehen, das nützt aber nicht so wahnsinnig viel. Könnte auch hier nach oben gehen, das nützt mir aber genauso wenig. Wenn ich dahin gehe, macht wahrscheinlich das Vieh den platt. Dann werde ich es wahrscheinlich davon abhängig machen müssen, wie
die gut, die hier treffen. Ich meine, das macht 8 Schaden, aber der andere macht 10 Schaden. Das Ding hat noch... Das Ding hat noch... Genau, ein zu viel. Ja, jetzt hat es eh viel zu viel. Das müsste ein extrem glücklicher, kritischer Treffer sein. Das klappt jetzt. Der hat ja gar keine Deckung momentan. Ich kann nur dahin gehen und 63, 55 und den schon mal verletzen. Dann habe ich ihm natürlich schön alles frei gemacht. Aber der wird ihn wahrscheinlich jetzt töten. So wie ich das sehe. Der kann aber nichts mehr machen hier. Wieso? Kann ich irgendwie Rundenende? Hallo? Hallo? Ich kann meine Runde nicht beenden. Irgendwie werde ich da wahrscheinlich die Runde jetzt nochmal neu laden müssen. Weil. Kann ja nichts machen und so. Kann ja auch nicht laufen. Weiß nicht, wie ich die Runde beenden kann sonst. Komischer Bug. Hätte ich vielleicht nicht so mal machen sollen. Ja, dann wie gesagt, ich beende mal kurz die Aufnahme und lade den ganzen Quatsch neu und dann. Machen wir die Runde wahrscheinlich gleich nochmal. So. Wir sind also jetzt zurück. Den kann ich nicht sehen, den kann ich nicht sehen. Den da oben mache ich auf jeden Fall mit meiner Pistole weg. Wobei. Den kann ich hier treffen, den kann ich treffen, den kann ich treffen und den kann ich treffen. Alle mit 100%. Ich fand das eine gute Variante mit der Schredderrakete, um die zu töten hier in der Mitte. Das würde ich dann genauso machen. So. So, dann hast du hier 93% zum Treffen. Finde ich auch eine gute Variante. Mit nur 10 ins Gesicht. Den kriege ich eh nicht tot, wie es scheint. Aber mein Sniper kann jetzt mal seinen Double Tap benutzen. Nummer 1. So ein Elbe kritischen hier. Und da hat er auch 100%, von daher muss es auch tot sein. So, jetzt kann ich den hier noch dahin bewegen. Oh. Das ist natürlich super. So, du gehst hier rüber. Bevor ich aber schieße, benutze ich wahrscheinlich eher das Holotato-Ding von hier. Von meiner. Komm, triff wieder. Schaden. Headed there now. 72 ist die Doppelquote. Er hat bloß den als Ziel momentan. Ich muss jetzt mal hier hinstellen. 56, 77. Vielleicht krieg ich ihn doch tot. Das wäre sehr günstig. 100%. Und 80%, komm. Machen tot. Jawoll. Dann bin ich beide tot. Plus die Kulisse, die bloß diesen komischen Berserker, der da rumsteht. Der natürlich jetzt ein bisschen Rampage gehen kann. Und der Typ, der Kleine, der mal. Aha, mein Support. Da hat sich vorbeigeschossen. Und ja, genau, der Gedankenkontrolltyp. Oh, das ist ungünstig. Der Gedankenkontrolltyp ist echt nicht so schön. What the?
Heck. Au. 166. Warum ich bei dem auch immer bloß 66 habe. Dem kann ich mich nicht hinstellen. Okay. Die sieht bloß den. Achso. Ich muss jetzt auf jeden Fall das Ding da töten. Auf dem Weg. Ja, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fängt schon mal super an. Okay, da kommt's da hin. Macht jetzt immer Intimidate und läuft dahin, wo man den abschießt. Das ist ja böse. Das ist ja richtig böse. Oh fuck. Ich bin wahrscheinlich gerade außerhalb meiner Zielreichweite von meinem Sniper gezogen jetzt. Mit der Aktion. So, der geht erstmal daran und schießt dann wahrscheinlich das kleine Vieh hier ab. 90% kommt noch weg. Perfekt. So, dann gehst du dahin. 45, ey, der hat echt irgendwie, der hat eine gute Ausweichwahrscheinlichkeit. Neuner Kritiker. Achso, ich glaube, alle zwei Runden sowas machen. Stimmt. So, da habe ich hinten noch den Berserker, der macht mir echt zu schaffen. Was? Oh. Der kann mit einer Pistole schießen, wenn die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist nicht so wahnsinnig hoch. Muss ich mal so sagen. Und laufen kann sie auch nicht mehr. Boah. Aber auf Overwatch würde ich mit ihm eigentlich auch nicht gehen, weil das Vieh ist eigentlich zu gefährlich, um sein Leben zu lassen. Ja, trotzdem, natürlich. Das Vieh ist einfach nur ultra ekelhaft. Weil das irgendwelche Gedankenkontrollen jetzt machen wird. Ja, auf meinen Support. Das war klar. Und tot. Wie gesagt, wenn das Vieh irgendwo rankommt, der Berserker macht einfach nur tot. Und du wirst da nie getroffen. Den will ich eigentlich nicht treffen. Aber ich werde meinen Sniper mal nehmen müssen. Mit der Pistole. Mal schauen, ob ich da schon was sehe. Ob ich hier was sehe? Nein, ich möchte wieder da. 5%. Das ist, ich weiß nicht. Moment mal, Granate. Perfekt. Ich habe ja noch Granate. Dann habe ich nämlich auch die Mind Control aufgehoben. Mit der Aktion. So, du gehst mal ein Stück dahin. Ich muss einfach beschießen, das geht nicht anders. Dich bringt mal ein Stück in Sicherheit. Ja, der macht wieder was kaputt. Tötet wahrscheinlich wieder jemanden, oder? Gut, der macht 4 Schaden, aber das ist trotzdem. Hä? Nee, der hat irgendwas komplett anderes gemacht, was keinen Sinn ergeben hat.
Kann der Berserker nur angreifen, wenn er direkt neben meinen Leuten steht? Das wäre natürlich super, wenn er auch nicht so weit, wenn er nicht so weit laufen könnte. We've almost got the auxiliary power banks charged, and I should be able to get one of the interior blast doors open. I'll send as many reinforcements through as I can, before the charge dissipates and the door locks down again. Ich würde den ja gerne capturen. Ich würde gerne meinen Sniper für benutzen. 100% mit dem Critical hätte ich es gerne. Ist mir egal, entweder tot oder... Jetzt wird leer geschossen, meiner. Wollte mich jetzt verarschen, oder? Dass ihr den nicht seht. So, ich gehe mal hier hin. Ich hoffe, dass ich ihn hier gut treffen kann, dass ich den jetzt hier unten 3 möglichst krieg. Jawohl. Jetzt werde ich ihn wahrscheinlich mal versuchen zu fangen. Mit meiner netten Supporterin hier. Kann sie schon. Jawohl, 80%, komm. What? Oh nein. Das ist das erste Mal, dass ein Stun bei mir failt. Das allererste Mal. Dann halt doch töten. Das ist ein schlechter Scherz jetzt. No contact with target. Jetzt schießt alle daneben, pass mal auf. Ich sehe es schon kommen. Jeder einzelne wird jetzt daneben schießen. Nee, Wahnsinn. Meine Supporterin rockt halt wieder. So, du bewegst mal hier vor. We're picking up airborne hostiles moving on the rear guard station, Commander. I'm not sure the alien ground forces can reach that area. They may be limited to aerial units. Die Kristallisten sind scheiße, euch gerade leer geschossen mit dem Sniper. Die brauchen ja einen Moment, bis sie überhaupt in Reichweite kommen, so richtig. Hier wird ein Fliegen ankommen. Kristallisten ist eine Priorität. Ich habe bis jetzt nur einen von diesen Rekruten verloren, das ist nicht ganz so schlimm. Aber ich habe, glaube ich, 3 leer geschossen oder sowas, Leute. Ah, jetzt kommen auch Seeker diesmal. Die landen letztes Mal nämlich keine Seeker dabei, bin ich mir ziemlich sicher. Kriegen wir Support. So, müssen wir gucken, wer wie viel Schuss hat. Der hat quasi. Der hat keine Schuss mehr, also gar keine. Mal dahin rücken. Der hat keine Schuss mehr, der kann bloß mit dem schießen. Den kann ich zumindest mal als Rückhand sozusagen, falls ich es brauche, aufheben. Er hat auch fast keine Schuss mehr. Die ist ziemlich arg verletzt. 55, 64. Gehst mal dahin, dass du ein bisschen mehr vorne bist und sozusagen ein bisschen das Ziel von den Dingern bist. Du kannst aber das Ding wegmachen. Oh, oder auch nee. Kann ich auch das Pistol nehmen? Oh, ich nehme den mit der Munition schießen. So. Musst du auf jeden Fall ein Stück zurück. Ich schieß einfach mal mit dem. Oh! Das scheint ja gut zu funktionieren. Kann ich sogar mit der Pistole schießen? Ja, kann ich rangehen und mit der Pistole wegholzen? Ich denke, dass ich rangehen kann. Ja, komm, komm, her. Dahin.
Ja, 100%. Ja, weg. Perfekt. So, dann kannst du nachladen. Das heißt, du kannst nachladen. Lass mal hier rüber gehen. Und hier nachladen. Ach, da kommt das kleine Vieh noch. Ach, shit, ehrlich. War es ein Glück. Das hab ich irgendwie vergessen, das kleine Vieh da drüben. Stealth Mode 1. Wahrscheinlich Stealth Mode 2 bei gleich. Die muss ich mal hier ein bisschen retten, da runter. 60%, das ist nicht das, was ich hören will. Kann er der überhaupt treffen? Das Ding. Mit Run and Gun komme ich bis dahin. Ich weiß nicht, ob ich das da treffe. Oh. Komm, Dankeschön. Ich würde das gerne versuchen wegzumachen. ...90%, jawohl. Das ist ja nämlich richtig ungünstig. So, jetzt muss ich mal sehen. Der kann den treffen. Die müsste auch mal hier hin. Oh. Was flankiert denn hier gerade? Die Stelle. Die muss man hier hin dashen. Die muss man aus der ersten Linie weg. Mein Sniper muss es eigentlich auch. Der wird mal. Den kann eine Granate werfen, wenn er eine Granate dahin werfen, oder? Kann ich ja schon mal einen von den kleinen Viechern töten. Oh, ich habe sogar ein Stealth-Vieh getroffen. Das ist ja mal geil. Das finde ich eine gute Variante. Kann ich noch eine Granate hinwerfen? Nee, nicht so einfach. Das wird ja ein guter Treffer. Also, ich habe schon mal ein Stealth-Vieh eliminiert. Glücklicher Treffer. Ich mach mal hier den Suppression-Modus, weil ich will, dass der nicht mehr so gut treffen kann, falls er schießt. Eigentlich mit einem schweren Laser ausstatten. Das sind ja alle gewesen. Ich kann auch Granaten werfen, deswegen sollte ich mich, glaube ich, ein Stück weit bewegen. Oh, vielleicht kriege ich sogar tot. Nee. Der da unten kann schießen. Okay. Trifft sogar. Ja, gut. Freut mich. Aber der, das ist jetzt richtig scheiße. Wenn jetzt wieder schon mein Sniper stirbt, kann ich direkt nochmal so rum. Nein, bitte das nicht. Oh, da muss ich stabilisieren gehen. Aber damit ist wieder einer ausgefallen. Was übelst nervig ist.
stabilisieren. Ah, ich kann ja sogar reviven, stimmt, da war was. Ach, shit. Ich gehe mal lieber ein Stück zurück und werde mich dann lieber sozusagen neu zusammenbauen. Also genau, ein Leben für sie. Und vorbei. Ah, dafür kein Double Tap benutzen. Hahaha. Da war ja was. Er hatte die Runde schon. Ach, fuck, das ist ja wieder so ein dummer Fehler, wenn der unterläuft. Wenn ich erstmal eins rauskriege. Nachladen. Moving to position. Oh, das ist halt super nervig. Ich komme gar nicht bis zu dem hin. Kann ich jetzt nicht. Achso. Oder 48. Ich will die hier mal bitte weg haben. Aber ich vermute stark, dass ich das wieder verlieren werde. Das ist nicht so schön. Oh oh. Jetzt machen wir schon den Sniper kaputt. Oder? Okay, erstmal den Rookie. Aber der kann jetzt meinen Sniper kaputt machen. Oh, fuck. Leider ein Schaden von zu wenig. Newtons. Drei Mutons, vier Mutons und ein Berserker. Nie meine schönste Zeit. Der überlebt natürlich. Oh shit. Jetzt habe ich meinen Gypsy. Wo steht hier? Wo steht hier? Das steht da unten. Ich kann vielleicht mal das hier unten wegmachen. 96%. Catching Breath. Reload. 28% ist nicht so wahnsinnig viel. 51%. Der ist wieder. Der hat nur einen Lebenspunkt, das Ding. Achso, der hat auch noch ein anderes. 37 und 44, da trifft ja gar nichts mehr. Oh je. Der macht den erstmal weg. Anders geht's gerade nicht. Den nachladen. Du kannst eh nicht schießen.
Oh, haben sie sogar geklappt. Oh, wir sind mit Sniper verletzt durch die Explosion. Sieht danach aus. Und der Rookie auch. Ja, das hat ordentlich wehgetan. Die Panik aus dem Körper. Na, da ist noch dort drüben, ja. Das ist hier mir in der Deckung gerade zerstört, das riecht die Scheiße. Das war eine ungünstige Idee, was ich jetzt gemacht habe hier mit dem. Das hebe ich mir auf einen Notfall auf. Location. 62 ist auch nicht so wahnsinnig viel. 67. Ich glaube, es ist sicherer, wenn ich damit schieße, wenn ich, für den Fall, dass ich schieße. Das up to 8 Damage, weil das andere macht, glaube ich, gerade so 4 Damage, genau. Das ist ziemlich unsicher. Das, wenn es trifft, überhaupt nicht. Na gut. Dann kann ich meinen Sniper bewegen. So. Bewegt sich am besten mal dahin. Und da lädt er mal nach, denke ich. Damit er für den nächsten Ansturm gesichert ist. Gerüstet ist. Du hast hier noch was und kannst auch mal nachladen. Und du, Typi, musst auch weiter vorne stehen. Er hätte ganz gut getroffen. Und das erste Newton. Mach ich jetzt sogar nicht mehr auf Overwatch. Ganz Auge brauche ich lieber nicht mehr auf Wachposten stellen, das müssen die so wahnsinnig viel. Oh shit. Und tot. Commander, I've got the auxiliary power bank spooling up now. Once they reach a full charge, doors will open and I'll send another group of reinforcements through. Wo ist meine Heilerin hier quasi? So. So, du heilst jetzt mal bitte 6. Kann man versuchen, das da hinzuwerfen. Na. Jetzt treffe ich ihn. Moment mal. Ah, da geht's wirklich oben drüber. Okay, da habe ich nichts gesagt. Hab ich noch irgendjemanden, der schießen kann? Nee. Toll. Wenn ich echt nur sie und sie eine 50% Chance zu treffen. Oh, das ist so wenig. Aber wenn der jetzt nochmal schießt, dann habe ich ein Problem. Ich mache Suppression. Okay. Oh, sie hat getroffen. Der hat irgendwie so einen Reaction-Shot getroffen. Sehr gut. Nein! Gefallen. Wait! Reinforcements have arrived, Commander. This is the last group I can send through. Okay. Nächste Gruppe. What the fuck? Warum? Warum war das... Ach, Mann. Ehrlich, diese Panikattacken, das ist vollkommen unlogisch. Wo sende ich den jetzt hin? Drücke aus.
schicke ich da hin. Den schicke ich mal dahin, denke ich. Die schicke ich mal hier rüber. Ich muss erstmal nachladen. Oh, dann habe ich hier noch so einen Typen. Dann lass ich mal hier vorne so ein bisschen sozusagen scouten. Und jetzt auch mal nach. Das ist hier meine Emma Watson 2, die auch heavy geworden ist. Yay. Die lassen wir ohne Raketen, wir warten sonst gar nichts. Und du bist einfach noch ein Typ. Einfach mal, um sie ein bisschen Sicht zu haben. Und dich, dich brauche ich wahrscheinlich wieder hier oben. Muss ich mal extrem, wo sie jetzt vorgehen, damit ich mal den Einsatz jetzt schaffe, ohne möglichst, dass mir irgendjemand von meinen wichtigen Leuten verreckt. Ich glaube, jetzt habe ich bloß Rookies. Achso, und meine, ja. Mein Assault verloren, ich glaube, irgendwann bekommen habe für eine Mission, wenn ich mich nicht irre. Oh, du kannst dich mal dahin bewegen und gucken. I'm on it, Commander. Gypsy. Okay. Lädst mal nach. Dich nehme ich mal in die Mitte. Ist man hier? Ich glaube, oben über mir ist noch irgendwas. Dann kann ich jetzt bloß gerade nicht so einfach hingucken. Der mit dem Endleben hier, das. Das ist ein bisschen schade. Der hält nämlich keinen einzigen Schuss mehr von irgendjemandem aus. So, wenn er bloß 5 insgesamt hatte. Da ist das Ding, okay. Drei Schüsse und einer nur trifft. Das ist schade. Ist das wie nach oben gegangen? Höh. Oh, der trifft sogar auch. Das ist schön. Da sind die alle schon ein bisschen beschädigt, wenn die hier reinkommen. Oh, und sogar mein Sniper. Oh, hätte gar nicht schießen müssen. Ja, müsste halt nicht irgendwie nacheinander schießen, das ist irgendwie doof. Kann dann alle gleichzeitig schießen. Ja, ich sogar mit dem hier wahrscheinlich zuerst schießen. Das Holotage-Ding. Ich müsste mein Double-Tap jetzt auch haben und der ist noch weit genug vorne. Wenn wir einen Sniper haben. Sniper. Dankeschön. Die sind auch mit Critical-Erhöhung. 60% Critical. Jawoll. Oh shit. Wenn ich jetzt Double Tap benutzt, habe ich ein Problem, weil dann kann ich die Runde nicht beenden. Ich denke, das war ganz gut, wie ich hier stand. Jetzt nach. Was ist denn hier los? Was? Das habe ich mit Sicherheit nicht gedrückt. What the fuck? Das habe ich mit Sicherheit nicht gedrückt. Ich habe wahrscheinlich auch schon 4 erwischt, anstatt 3 und doppelt gedrückt. Ich sollte. Ja, ich sollte langsamer drücken, was den Tasten angeht. Moving to position. Locked and loaded. So, du hast überhaupt nie geschossen. Deswegen gehst du auf Overwatch. Du gehst auf Overwatch, da ist noch was vor. Okay. Da ist der nächste Newton. Da ich den Verteidigungskrieg führe, ist es wahrscheinlich eine bessere Taktik, als hier irgendwie davor zu rücken. Wenn ich nicht eintreffe, ist natürlich ungünstig. Der kann auch schießen. Trifft zum Glück nie. Aber das war knapp. Das wird auch nicht. Schade.
Oh fuck. Dass sie so weit laufen können, ist echt übel. Oh fuck. Die laufen alle so weit. Ah, sind sie so durchgebrochen. Okay, so ein Vieh. Noch so ein Vieh. Dann wahrscheinlich noch eine Cyberdisk oder sowas. Okay, noch ein Gedankenkontrollvieh. Irgendwie die Cyberdisk, die ich gerade angesagt habe. So, dann muss ich die Chrysalisken töten. 74, 63, 72. Schieß du doch mal zuerst auf den. Es ist schon Dashing, es hat echt so eine kurze Reichweite. Ne, ich würde den gern haben. Wenn er seine Schuhe schießt, nur noch. So, es sind beide nur noch 1 HP. Jetzt versuche ich das mal mit meinem Sniper selber zu erledigen. 100%, du bist auf jeden Fall weg. Darf er Double Tap benutzen? Jawohl, sehr gut. Perfekt. Perfekt. 50%. 30%. 40%. Alles nicht so wahnsinnig hohe Prozentzahlen, muss ich mal sagen. Oder hat gar keinen Prozent. Der könnte theoretisch noch ein Stück vorgehen, um den zu treffen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu aggressiv war. 60%, 2 aus 3 Schüsse. Einen haben wir getroffen. Okay. So, du bewegst mal da, dann machst du die Tür auf. Ein bisschen dem viele Ziele zu bieten, die alle nicht haben will. Jetzt brauche ich noch ein Vierer, einmal 4 Schaden. Vorher. Das sieht nicht nach 4 Schaden aus. Das sieht noch mal weniger nach 4 Schaden aus. Ich kann aber wieder Suppression Fire machen. Prozent. Daneben. Jetzt habe ich nur noch 7. Wenn ich sie hier bewege, müsste sie es eigentlich sehen können. Oder auch nie. Dann hat er. Oh Gott. Und fällt ein Reaction Shot. Schade. Weil das Ding schießt nämlich zurück. Ne, das Ding bewegt sich bloß weg. Doppelt sogar. Das sind ja relativ gute Nachrichten. Aber ich habe da immer noch 3 Mutons und einen Berserker, der irgendwo da rumliegt. Und es ist eine zweite Gedankenkontrolle. Und noch so ein fetter Roboter. Nicht ganz so einfach. Ich muss die jetzt einem nach dem anderen rausnehmen. Ich muss vor allem meine Leute zurückholen, damit mein Sniper wieder wirken kann, glaube ich. Sonst habe ich Probleme bald. Gehst wieder hier hin und lädst nach. Alles wieder im grünen Bereich. Du bist. 59 ist halt nix, ne? I'm on my way. Moving out. Der geht mal hier hoch. Einfach nur damit ich auch mal was hier oben stehen habe, um zu Sicht zu kriegen. So. Wächst dich da hin und gehst auf Overwatch. Du lädst mal nach. Du gehst auch hierhin zurück.
und gehst auf Overwatch. Und du lädst wahrscheinlich mal am besten nach, damit du dann zweimal schießen kannst. Du lädst auf jeden Fall auch nach. Dann schießt wahrscheinlich jetzt mit einem Leben. Ja. Aber ich müsste mit einem Sniper wieder drauf schießen können, denke ich, wo er jetzt steht. Nee, kann ich nicht. Da muss ich ihn wahrscheinlich hier rüber bewegen. Ja, jetzt kann ich's. Muss ich aber die Waffe wechseln. 76. Das ist immer eine Wahrscheinlichkeit, die ich nehmen kann, oder? Jawohl, perfekt. Du gehst auf Overwatch. Du lädst nach. Overwatch. Overwatch. Puh, Gypsy, Gypsy, Gypsy. Will ich irgendwann heilen? Wahrscheinlich mal mein Dingens hier. Mein Herr Gesangsverein, den ich vorhin selber angeschossen habe. Alles, was jetzt geheilt ist, ist dann nächste Runde sicherer, sag ich mal, ne? Nachladen. Bin unterwegs. Alles auf Überwachung. So, du gehst dahin und heilst den. Du musst wahrscheinlich den ja selber auch heilen. Aber ich sollte mir auf jeden Fall. Weil ich sollte wahrscheinlich meine letzten zwei. Meine letzten zwei Dingens aufheben, um Leute wieder zu beleben, falls sie getötet werden. Hört ihr das? Muss jetzt doch nach vorne gehen, ha? Die kommen wohl nicht mehr zu mir. Bin ich nicht so ein Fan von eigentlich. Oh, der Gedankencontroller. Den will ich jetzt nicht sehen, dankeschön. Wenn er mich nämlich sieht, habe ich ein Problem. Dann übernimmt er nämlich die Gedankencontrolle von dem Typen und dann habe ich da oben einen Gegner mehr stehen, den ich nicht haben will. Weil ich auf gar keinen Fall haben will. Ich muss hier sehr vorsichtig vorgehen. Wie weit kann ich denn das Ding werfen, mein Aufklärerteil? Na? Schaut, es blockt. Nicht so wahnsinnig weit, wie ich so sehe. Na, das war wieder verklickt. Mit Sicherheit, ja. Das war verklickt. Wie ich das mag. Ich glaube hier einen ganz kleinen Schritt vorwärts. Warum? Gehst halt dahin. Ich wollte eigentlich daneben die Tür stellen, aber wenn es nicht geht, geht's halt nicht, ne? So. Nachladen. Welches Schrittchen kann ich denn mit ihr gehen? Welches kleine? Wahrscheinlich hier rüber mit. Das ist auf jeden Fall die schwächere Gruppe, die links. Hier sind erstens deutlich mehr und zweitens ist mein Sniper hier dabei. Oh shit. Oh shit, das war so klar. Mind Control. Ich muss das wieder töten, wirklich schnell. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Oh fuck. Oh fuck. Da werde ich einfach mein Dingens töten müssen. Ja, den werde ich einfach rausnehmen müssen, dass die Microtone nicht mehr wirkt. Geht nicht anders.
geht echt nicht anders. Kann ich da die beiden treffen? Nee. Da muss ich mich erst da vorbewegen. Ich mach mich los. Aber ich will da nie weiter vorgehen eigentlich. 87% ist doch mal eine. Das muss ich noch wahrnehmen hier. Voll 6 Reihen gekriegt. Jemand, der schießen kann? Nur den da oben noch. Ich brauche ich da oben nicht, das ist übelster Quatsch. Guckt aber auf Sachen, die ich gar nicht sehen will. Um 50. Und vorbei. Schade. 60. Kannst du dahin schießen? Also, das will ich haben. Und 6, das ist schon mal nice. Ja, der andere nimmt auch bei weniger als halbes Leben noch diese Mind-Control-Dingens da. Das war ja fast klar. Die Cyberdisk, oh fuck. Na, jetzt trifft mich nicht. Da kommt der Reaction-Shot. Wo oben sie hinschießt. Geile Ziel, da kannst du nie treffen. Wir schießen jetzt noch. Du schießt noch. Drei Reaction Shots, alle gehen daneben. Auf so einem riesen Vieh ist es echt ungünstig. Vor allem muss es sterben, das macht so viel Schaden. Na, hast du den wahrscheinlich jetzt? Passt. Ach, manchmal. Waffe wechseln. Kritischen Treffer machen oder will den kritischen Treffer machen? 3. Das ist so ein schlechter Scherz. Und daneben. Das ist ein absolut schlechter Scherz. Oh shit. Ich muss hier meinen Kulturtypen aber da hinten treffen. Den sehe ich gerade nicht. Oh, zwei Sachen getroffen. Aber ich habe meinen Kulturtypen nicht getötet. Was? Ist denn da kaputt gegangen? Sind jetzt alle veralbern? Mach den, das Ding weg! Einer weg davon. Irgendwo ist noch ein Berserker, das ist meine größte Sorge noch mit. Weil ich nicht so weit, wahnsinnig weit nach vorne sehen kann, vor mich. Und nochmal 6 Schaden gemacht. Ich glaube, das war noch meine Runde. Der hat sich 2 Leben regeln, das ist schon wieder gut. Der wird wohl nie abgeschossen werden. Die Leute kennen, ne? Zwei. Nicht ein Leben und das Vieh noch. Fuck, ey. Jetzt haben wir schon wieder eine Runde Mind Control, oder? Ja. Ah, T-Panic failed. Sehr gut. Zu hoher Willenskraft, zu hoher Willenskraft. Gut, 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 gut. Das freut mich. Aber wird das schießen? Oh shit, da schießt auf den, der flankiert ist.
panicked, aber er ist überlebt. Das ist ja okay, wenn er bloß wegläuft, ist okay. Oh, das ist ja das zweite auch direkt. Oh fuck. Na, wird mein kontrolliert. Mein Control failed. Jawoll! Jetzt geht's aber mal für mich los hier. Zu hohe Willensstärke, Leute. Zu hohe Willensstärke. Ich nicht so direkt anballern. Team 50 nicht so wahnsinnig hoch. 30, das ist direkt. Das ist viel näher, aber 35. Shit. Der hat noch eine Granate. Ich weiß nicht, ob ich davor will. Ich will nicht davor eigentlich. Aber ich will eigentlich die Granate auf den Endtypen da unten werfen. Dass der weg ist. Wahrscheinlich ist es schon wert, den da zu opfern, um die Granate dort runter zu werfen. Ich bin sogar beide verletzt hier. Da dann nur noch ein mit Mind Control. Ehrlich, was ist das 55 und das da oben 35? Das nervt mich. Das nervt mich sehr. Um es mal sanft auszudrücken. 52 hatte die sogar. Kannst du das auch machen? Das trifft sogar, sehr gut. 67. Zwei von drei wieder. Ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Komm, mach es weg. Hier darf er jetzt nochmal schießen. Finde ich zwar gut, aber warum? Mal nachladen lieber. Oh, ich habe wieder meine Deckung zerballert mit der Explosion. Ach, der nervt mit meinem Control. Ah, das ist jetzt Psi-Panic, okay. Ja, er läuft einfach weg, das ist nicht so schlimm. Psi-Panic mir deutlich lieber als Mind Control, muss ich mal so sagen, ne? So, nachladen. Was mir halt Sorgen macht, ist echt dieser eine Berserker noch, der irgendwo rumhockt. Nachladen. ...45%, ich muss versuchen, weil der sonst immer nur rumhockt. Jawohl. Wollen so. Da sieht man momentan nur den. Oh, der hat ja fast kein Leben mehr. Das ist ungünstig. Heading there now. Reload complete. So, du gehst auch mal da hin. Schön neben die Leiche. Also Overwatch, wo ich eigentlich nachladen wollte. Langsamer spielen und mehr nachdenken. Okay. Feuer. Ergebe mich auf Position. Ach so, ich kann die nachladen, weil ich das nicht ausgewählt habe, die passende Waffe. So. ...60%. Kaputt. Ja, wo ist der Berserker?
Das irritiert mich. Das irritiert mich sehr. So, dash diesmal davor, damit ich wieder mit da vorne habe. Der fängt an zu dashen, wenn ich ihn dahin schicke. Ah, da unten ist er. Shit. Zurück, 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 zurück. Sprich, der kommt die Treppe hoch. Meine Falle aufsetzen. Oder auch nee. Wieso kommt er nicht die Treppe hoch? Ich würde jetzt ungern damit runtergehen. Damit kann ich hingehen. Wo ich ihn sehe. Und ich sehe. Ich mich echt hier oben an. Ich will mich nicht da oben an die blöde Treppe stellen, um mich zu schießen. Es ist einfach nur lächerlich, dass ich den da unten nicht sehe. Nein, ich will ihn nicht so weit vorne hinstellen. Oh oh, das sind zwei Mutons und die sind bald auf Overwatch. Das sollten wir vielleicht beachten, wo die lang die Leute laufen. Das Problem ist, sie ist jetzt nicht mehr gesichert. Die habe ich noch nicht gesehen, ne? Weg. Ich raff's nicht. Ich lass die einfach da stehen. Und die auch. Ich muss mir noch überlegen, wie ich da irgendwie vorgehe. Der eine Vorstoß jetzt war nicht so wahnsinnig doll. Kommen sie jetzt vielleicht irgendwann mal hoch? Da oben scheint der Berserker zumindest, das hat sich gerade so angehört. Oh. Gehen einfach nur auf Overwatch da oben immer. Ja, da unten immer. Ja, der ist nur eine Granate. Ich habe die Granate runterwerfen können, jetzt schon mal einen getötet. Shit. Ah, wir sind beide nicht getroffen. Haben jetzt noch der Overwatch ausgelöst und ich kann die Granate immer noch runterwerfen. Nein, die haben aber noch mehr Leben, als ich dachte. Aber 6 Schaden, mehr kann ich mit dem nicht anrichten an der Stelle. Gerade auf Mutons ist das. So, jetzt muss ich irgendjemanden mal vorschicken. Ich muss jetzt irgendwie kaputt machen, das ist, geht auch nicht anders. Nummer 1. Da war er nochmal? Ne, da war nicht. In Bewegung. Was? Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Das ist jetzt echt ein schlechter Scherz. Das ist noch ein schlechterer Schatz, es ist doch jetzt nicht euer Ernst. That's affirmative. 99% macht er weg. So, wie gesagt, irgendwas mit dem Berserker. Oder auch nie. Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ey, meine Güte. Oh, yeah. Lass noch was trinken. Hang in there, soldier. Having to fight our own people. Will he be okay, doctor? Yes, I believe he'll recover. And more importantly,
He seems to be free from outside control. Is there any indication of how this happened, Doctor? I finished our initial scans, and so far, I found no physical abnormalities. We already know the aliens are capable of some kind of mind control, Doctor. Yes, but that doesn't explain the lack of a nearby controlling alien, or the sheer number of victims. If the aliens were capable of launching an attack of this scale previously, I believe they would have. Perhaps this was a one-time opportunity. That might be true. But we still need to find out how this was possible. Das stimmt wohl. Reaperman, promoted to Colonel. Mayhem. Additional damage based on weapon tech. Confirm. Sergeant Emma Watson. Shredder Rocket. Confirm. All-in Mission, Gravely Wound, 7 Tage, 2 Tage, 4 Tage. Das geht ja. 47 Kills in 13 Missionen, ey. Der hat pro Mission mehr als 3 Kills. The Star of Terror is now unlocked. Urban Combat Badge. Berserker Autopsie. Continue. Research. Change Research Project. Und zwar die Autopsie. Weil die habe ich ja sofort fertig. The men are calling this beast the Berserker. Although it shares the same structure as the Muton, for reasons yet unknown to us. The Berserker seems to be consumed by bloodlust with little regard for its own safety. Combat stims and neural damping. Cocktail. Temporarily boost to several of our soldiers' vital statistics. Okay. Convert plus 20 will when defending against psi attacks and immunity to panic. If the soldier is mind controlled, the control is canceled and the soldier is stunned for one turn instead. Okay, das ist ja übelst geil. Ich kann sozusagen gegen Mind Control immun machen. Und auch gegen Panik. Das ist echt fett. Das Plasma Sniper. So, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Folge 24.2 sozusagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es geht jetzt besser weiter als gerade diese Verteidigung. Dankeschön.